Mach dich bereit, das Feld anzuführen. Okay. Ich bin gut weggekommen, bis auf den einen Wackler gerade. Aber ansonsten passt's. Die sind halt trotzdem schneller. Die werden auch später, wenn es dann ums Trockenreifenfahren geht, auch schneller fahren können, gehe ich von aus. Zumindest auf der Geraden und allem. In den Kurven werde ich hoffentlich der Schnellere sein. So, fahren wir mal lieber auf Standard. Vielleicht brauchen wir erst nachher nochmal für einen Schlussspurt. Wobei 1,6 kommt, gib ihm. Also irgendwie sind die schneller als ich und ich weiß nicht warum. Okay, vielleicht geben die halt auch Vollgas. Nein, du kommst nicht innen rein. Ich will nicht schon wieder abgeschossen werden. Das wäre schön. Boah, das ist so eklig. Ich will wieder Trockenreifen fahren. Es regnet 15 Minuten lang. 15 Minuten. Ach, danke. Habt ihr mal auf Wetter Online nachgeguckt oder was? Okay, ich bin zumindest gut aus der Kurve weggekommen. Mal gucken, wann der Pfeil jetzt wieder auftaucht, weil er schneller ist. Er wird nicht schneller als ich, okay. Aber er fährt die bessere Linie, das muss man einfach sagen. Er ist ein Computerspieler. Naja. Aber immerhin hängt nur er, in Anführungszeichen, hinter mir. Und nicht auch noch Rosberg, der mich dann gleich noch überholen würde. Weil Hamilton und ich sind gerade die beiden, die wieder wegziehen können, wie das immer ist. Und dahinter ist Bottas, der wahrscheinlich nicht wirklich mitziehen kann, der dann ab dem 2017er Mod ja Hamiltons Teamkollege ist. Was ist jetzt schon wieder gelb? Ein paar Informationen zu Magnussen. Magnussen ist raus. Er gibt auf. Okay. Der hatte aber auch einen Unfall, weil da war noch ein zweiter bei gestanden. Okay, ich glaube nicht, dass ich irgendwie eine Zeit rausfahren kann. Das heißt, ich muss später einfach besser fahren als Hamilton. Weil ich komme nicht weg von ihm. Und gerade durch solche Fehler kommt er halt ran. Das ist schlimm. Junge, schieß mich jetzt bitte nicht ab. Nur weil ich langsamer bin. Warte und sei geduldig. Das musst du lernen. Das sagt der, der alles abschießt, nur um Erster zu werden. Okay, ich komme komischerweise aus der Kurve hier viel besser raus und kann auf der Geraden besser beschleunigen. Aber ich glaube, das liegt am Fettgemisch. Wenn ich das jetzt mal in der nächsten Runde runterstelle, schätze ich, dass der mir hart auf den Geist gehen wird. Aber wir werden es sehen. Try and error. Trial error. Okay, wir nähern uns der Quali-Zeit. Oh, da war ich einmal kurz zu schnell, zu viel auf der Bremse gestanden und da waren ganz viele Flügelteile gelegen. Also hier ist einiges passiert und jetzt habe ich meine 3 Sekunden Strafe, das heißt Hamilton wird das Rennen gewinnen, soweit ich das interpretieren kann. Wir haben nämlich nur noch 12 Runden. 12 Runden a 2 Minuten sind 24 Minuten. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Das heißt, ich glaube, wir werden das Rennen im Regen zu Ende fahren. Also entweder ich fahre jetzt dauerhaft gut und kann mich irgendwann 3 Sekunden von ihm absetzen. Er geht dann nochmal irgendwann in die Box oder keine Ahnung was und ich kann durchfahren. Was ich aber nicht glaube. Oder
Wir fahren das Rennen doch nicht im Regen zu Ende und ich stoppe besser als er, kann eine Runde schneller fahren, habe 3 Sekunden Vorsprung, er kommt im Pulk raus und... Ich gewinne das Rennen. Die beiden Möglichkeiten gibt's. Es gibt noch Möglichkeit 3, ich baue einen riesen Unfall und bin komplett raus, aber... Das wollen wir doch jetzt mal nicht hoffen. So, mal gucken, jetzt komme ich wieder gut aus der Kurve raus, der Pfeil ist weg. Jetzt müsste er sich eigentlich wieder nähern. Ansonsten kann ich es auf Standard lassen. Also auf der Geraden, wo es normalerweise DRS geben würde, kommt er zumindest schon mal nicht an mich ran, das ist gut. Also aus den Kurven komme ich sehr gut raus, also habe ich schon mal die richtige Wahl mit dem Setup getroffen. Oh, schon wieder eine schnellste Runde. Also in Hockenheim war ich ja noch der Regenkönig, der vor Rosberg davon gefahren ist. Jetzt bin ich in Malaysia, muss ich der Regengott werden, um Hamilton davon zu fahren. Allerdings, wenn ich mich so verbremse, wird das nichts. Ich wüsste jetzt tatsächlich aber auch keine Stelle, wo der jetzt im Regen langsam wäre. Außer in den der Kurvenkombination hier, wobei ich da auch relativ langsam bin. Deswegen denke ich nicht, dass ich daraus mir einen Vorteil erhoffen kann. Boah, ich rutsche so durch die Gegend. Naja, der Pfeil ist ja schon wieder da. Schön komplett zumachen, dass er auf keinen Fall da rankommt irgendwo. Ach, leck mich doch! Okay, ich muss definitiv da mehr bremsen, sonst habe ich gleich 6 Sekunden am Hals. Und die kriege ich nicht so leicht weg. Wetterbericht. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Reifenstatus. Okay, du bist jetzt auf etwas abgenutztem Gummi unterwegs. Der Grip sollte noch eine Weile in Ordnung sein, aber sei vorsichtig. Er wird nachlassen. Ist okay. Grip bei Regen? Hallo? Wo sind wir denn? Also ich kann dem auf den Geraden wegfahren. Das ist das Interessante. Vielleicht muss er Benzin sparen. Fahrer hinter mir? Hamilton hinter dir. Ja, das weiß ich. Okay. Zeit lag bei 1 Minute 54,3. Okay. Der ist 3 Zehntel langsamer gewesen als ich. Also wenn ich gerade die schnellste Runde noch gefahren habe, was ich glaube ich hatte, soweit ich mich daran erinnern kann. Status Teamkollege. Sebastian gerade auf P7. Okay, Abstand zum Teamkollegen 12,9 Sekunden. Sie ja, okay. Fahren mit alten Intermediates. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,56,4. Oh, wieder Zeit verloren, zu weit rausgekommen. Scheiße. Komischerweise trotzdem eine lilane Zeit. Weltmeisterschaft. Punkte, irgendwas. Beim momentanen Stand der Dinge P1, du liegst zurzeit auf der Pole. Was? Ich weiß gerade gar nicht, was er mir sagen sollte. Also, was ich ausgewählt habe. Ich kann dem auf der Geraden wegziehen. Ich glaube, der hat einen höheren, noch höhere Flügel als ich. Was sehr gut wäre. Jetzt würde ich nur gern wissen, wie lange meine Reifen halten, aber ich glaube, ich muss auch nochmal einen Boxenstopp machen. Dabei werde ich Zeit verlieren. Ich rechne damit, dass du in etwa 2 Runden reinkommst. Wir ziehen dir die Intermediates auf. Okay. Und ihr wechselt mir einen Flügel. Und dann muss ich Hardgas geben. Dass ich einmal Hamilton überholen kann.
Und einmal... Jo. Die 3 Sekunden rausfahren. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich das Ganze anstellen soll. Naja, wir werden es sehen. Ein paar Informationen zu Sides. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Ach ja, übrigens, wegen meines Kanals. Oben rechts seht ihr in der Infokarte, wenn ihr da auf das i klickt, einmal ein beliebiges Video und einmal meinen Kanal. Also, falls das jemand interessiert, der bis hierher zugeguckt hat. Ich weiß gerade nicht, in welchem Folgenteil wir uns befinden. Wir sind bei 44 Minuten. Das heißt, theoretisch sind wir in Folgenteil 2. Oh nein, jetzt habe ich 6 Sekunden, weil ich wieder zu weit rausgekommen bin. Scheiße. Damit hat, glaube ich, Hamilton jetzt wirklich das Rennen gewonnen. Was? Ist es wieder trocken. Scheiße. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Ja, das ist mir klar. Wetterbericht. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Reifenstatus. So, die Lage zum Thema Reifen. Aktuell ist alles in Ordnung, aber langsam nutzen sie sich ab. Lass dich davon nicht auf falschem Fuß erwischen. Ja, ist okay, aber... Rennstrategie. Okay, Vettel ist jetzt schon reingekommen. Sämtliche fahren jetzt gerade in die Box. Dann ist es schon wieder gelb. Massa ist aus dem Rennen. Hamilton ist nicht an die Box gefahren. Allerdings habe ich 2 Sekunden auf ihn. Das heißt, ich kann auf ihn Boden gut machen. Wenn ich konstant fahre. Was man ja normalerweise immer sollte. Und solche Ausritte definitiv vermeiden. Dann steht er gleich wieder hinter mir. Ja, ja, da guck mal, da ist er ja. Ich habe gerade 2 Sekunden einfach durch diesen Ausrutscher verloren. Und das war das Werk von 4 Runden? Der wird jetzt wahrscheinlich reingehen. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich gehe auch rein. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten Intermediates. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei fährt auch rein. Minute 54,6. Dadurch hat er mich jetzt überholt. Okay. Ich hoffe, ich habe Intermediates eingestellt. Das wäre schlecht, wenn nicht. Okay, bei denen stehen auch Intermediates und bei mir stehen auch Intermediates. Sehr schön. So, mein Flügel ist gewechselt und Hamilton hat mich jetzt überholt. Ich werde ihn aber wieder einholen. Jetzt komm, macht schneller! Ein scheiß Flügel kann doch nicht so schwer zu montieren sein. Ja, komm, jetzt überholt mich noch einer. Achso, ja, okay. Okay, Hamilton ist jetzt, keine Ahnung, 8 Sekunden vor mir oder so. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Warm werden, Regenreifen, im Regen, ha, lustig. So, dann hauen wir doch mal unser gespeichertes Fett rein. Haben wir ja viel genug davon. Wir sind wieder schnell und wir sind wieder im Business. Das heißt, ranfahren ist das eine, überholen und 6 Sekunden rausfahren ist das andere. Fahrer vor mir. Okay, so wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Im Moment fahren wir definitiv noch die richtigen Reifen, aber Slick-Bedingungen werden sich bald einstellen. Hamilton vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 7,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates.
Okay, gleich kommt's, liegt Bedingungen. Es hat auch aufgehört zu regnen. Das heißt, wir haben nochmal einen Boxenstopp. Wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass Hamilton da einen Fehler macht und länger draußen bleibt. Aber das glaube ich leider nicht. Nicht wieder so weiter. Okay. So, dann versuchen wir den nochmal einzuholen. Irgendwie. Fahrer vor mir. Hamilton liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,5 Sekunden. Sie fahren 6 Sekunden, okay. Das heißt, ich muss 12 Sekunden aufholen. Oder 12 Sekunden. 6 Sekunden aufholen und 6 Sekunden schnell fahren. Aber ich hole auf ihn auf jeden Fall. Vor allem auf den Geraden. Das könnte mein Vorteil sein. Allerdings lasse ich mich ja nur zu leicht von meinen ich möchte aufholen Drang zu Fehlern leiten, was mir dann ja nicht mehr viel bringt. Aber ich habe schon meine lilane Zeit im ersten Sektor, das passt. Ich spiele jetzt den Vettel, ich hole Runde für Runde sehr viel auf und fahre eine Bestzeit nach der anderen. Reifenstatus. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Okay. Aber ich kann mich gerade nicht wirklich darauf konzentrieren, welche Reifen ich fahren soll. Das soll mir schön die Box sagen. Allerdings, es hat jetzt komplett aufgehört zu regnen. Das heißt, von Runde zu Runde kann es eine neue Reifensituation geben. Reifenstatus? Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Fahrer vor mir. Hamilton vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,4 Sekunden. Ich habe 2 Sekunden dem jetzt in der Runde abgenommen. What? Achso, wegen dem Boxenstopp. Glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Da hinten kommt die Sonne raus. Reifenstatus. Juhu, schnellste Runde. Ich glaube nicht, dass die Ideallinie trocken genug ist, um an Slicks zu denken. Lass uns noch eine Weile auf den Intermediates fahren. Okay. Da ist Hamilton. Also momentan sind die Reifen hier wirklich die allerbeste Wahl. Zwei Runden. Vielleicht. Aber es ist noch Gischt an den Reifen hier vorne. Deswegen würde ich sagen. Und ich will, darf kein Risiko gehen. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Stoßwand entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Reifenstatus. Okay, so wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Im Moment fahren wir definitiv noch die richtigen Reifen, aber Slick-Bedingungen werden sich bald einstellen. Was heißt denn bald? Oh, das war kacke gefahren. Aber ich kann schon seinen Namen sehen. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Nein, ich fahre jetzt die zwei langen Geraden noch mit Fett. Und dann schalte ich runter. Ja. Reifenstatus. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Oh weh. Ja, hör auf mir das zu sagen, das heißt mir, dass das Rennen ja bald vorbei ist. Hallo Meister Eder!
So, den jetzt überholen. Mit genügend Vorsprung in die Box fahren und dann nochmal was rausknüppeln. Reifenstatus. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Hier hinten ist es auch noch definitiv zu nah. Oh, trockenen Hals. Das wird haarig, aber er lässt mir Platz wie Rosberg auch. Okay. Und jetzt heißt es einfach nur Gas geben, Reifenstatus. Ich glaube nicht, dass die Ideallinie trocken genug ist, um an Slicks zu denken. Lass uns noch eine Weile auf den Intermediates fahren. Ich glaube, wir fahren wirklich zu Ende, so wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass die sagen, zwei Runden vor Schluss, also 26, komm rein und wir machen hier Trockenreifen drauf. Muss ich 6 Sekunden rausfahren. Nur wie? DRS aktiviert, scheiße. Okay, ich glaube. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. DRS aktiviert heißt, du kannst trocken Reifen fahren. Das heißt, ich hätte wirklich reinfahren können. Reifenstatus. Wir sind nicht länger sicher, dass dieser Reifensatz ja, der richtige ist. Klar. So Leute, bitte, verhaut den Boxenstopp nicht. Wenn ich jetzt einfach in der Runde schon reingefahren wäre, ich hätte so viel Boden gut machen können. Und damit das Rennen wahrscheinlich auch gewonnen. Und jetzt muss ich noch drum kämpfen. Toll. Aber immerhin spannend. Ja, wir müssen ja auch nur noch. Ich würde eher mal sagen, halt die Fresse schnell. Cool. Ist angekommen, bestätige. Aber das haben wir doch gerade schon ausgemacht. Okay, und sobald die Trockenreifen drauf sind, alles raushauen, was wir haben an Sprit. Ja, Hamilton fährt auch rein. Die KI ist nicht dumm. Ich habe keine Durchfahrtsstrafe gekriegt. Also, das war ja mal... Mega gut, Leute. Komm, komm, bitte, bitte. Jawohl. Sehr schön. Das hat genau gepasst. Oh, keine Durchfahrtsstrafe. Alter, ich habe gerade schon gedacht, scheiß die Hand an, ey. Jetzt ist vorbei. Sebastian ist in der Boxengasse. Ja, ist okay. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Und guck mal, wie schön sich das Auto fahren lässt. Scheiß die Wand an. So, und jetzt Gas geben. Und da ich mit den Reifen sehr viel schneller bin als Hamilton, kann ich nur hoffen, dass ich 6 Sekunden rausfahren kann. Ups, zwei Tröse. Aber schön, dass das Gras schon wieder trocken ist. Ich muss besser die Kurven nehmen.
Das war okay, aber zu spät Gas gegeben. Aber immerhin okay. Okay. So, jetzt muss ich ihm hier auf den zwei langen Geraden, muss ich ihn in den letzten drei Runden so viel abnehmen. Boah, der Umstieg von trocken auf, von nass auf trocken ist so Hammer. Ich muss auf Standard stellen. Vielleicht kann ich dann die letzte Runde nochmal schnell fahren. Ich krieg keine 6 Sekunden mehr hin. Ich habe jetzt 3. Jetzt fange ich an zu schwitzen. Das wird nicht schön. Nee. Hamilton gewinnt wegen meiner Zeitstrafen das Rennen. Hätte ich doch mal mehr aufgepasst. Man kann die Kurve jetzt vollfahren, das ist der Wahnsinn. Und wieder fett. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,5,1. Ich krieg den nicht weg. Fuck. Ich kann nicht so schnell fahren, wie ich will. Information zu Rosberg. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsam. Ja, das ist okay. Hamilton gewinnt das Rennen und ist dann wieder auf 7 Punkte dran. Ich bin aber trotzdem noch führender, weil Rosberg ja jetzt anscheinend wieder rausfliegt. Oder zumindest sehr wenig Punkte kriegt. Das heißt, nächstes Rennen dann in Mexiko oder Brasilien oder USA. Eins von den drei. Ist dann wieder wichtig. Boah, ein Flügelwechsel hätte es nicht gebraucht. Dann hätte ich jetzt gewonnen. Oder einfach die eine Runde jetzt früher stoppen. Dann wäre ich jetzt vor Hamilton. Schade. Oh, viel zu weit rausgekommen. Naja, gut, das ist scheißegal. Ich habe ihn nicht mehr losgekriegt. Ich hatte maximal 3 Sekunden. Der ist auf der Geraden so viel schneller. Alter, fahr halt noch näher an mich ran. Auf den Kopf. Karierte Flagge, wuhu. Wir fahren zu zweit durchs Ziel, aber er gewinnt. Leistung, mein Freund. Wirklich beeindruckend. Ja. Ja, am Anfang des Wochenendes, ich bin das Training ja nicht mal gefahren. Also doch, ich bin das Training gefahren, aber... Sieg für die Silberfalke. Naja, es war nicht so gut. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz... Der Unterschied war, dass ich 2 Frontflügel gebraucht habe und... Ja. Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Das glaube ich nicht. Er ist nicht gut gefahren, sondern er hat meine Fehler einfach ausgenutzt. Das ist, so ist es richtig. Ricardo ist Dritter, okay, das ist gut. Alle Punkte, die Rosberg nicht kriegt, passen. Ja. Nach 3 Siegen, glaube ich zumindest, von Ferrari, darf Mercedes jetzt auch mal wieder jubeln.
zumindest auf Platz 1 jubeln. Und Hamilton darf wieder jubeln. Der ist ja in Singapur ausgefallen. In Italien, glaube ich, nur Siebter geworden. Also, der hat schon in den letzten zwei Rennen viel verloren. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Vier Leute sind rausgeflogen. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ich glaube, heute war das Esteban Gutierrez. Er hat uns seine angeborene Geschwindigkeit Vorfälle. Gezeigt. Das war wirklich eine seiner besten Schreckenbegrenzung, mehrere Verwarnungen, Kollision mit Wehrlein verursacht, Totalschaden. Totalschaden, Totalschaden. Wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie mechanisches sind Versagen dabei, von Massa um und sehen, dann Verstappen, gelbe Flaggen ignoriert, Stop and Go. Na, kann man nichts machen. Rundenzeiten anzeigen. Ja, dann mach mal. Interessiert mich zwar nicht, aber ist okay. So, großer Preis von Malaysia. Dann gehen wir doch mal weiter. Ah, schon wieder niesen müssen. Hat man gar nicht gehört. 7 Punkte bin ich noch vorne, 20 auf Rosberg. Also Rosberg muss sich in den nächsten Rennen anstrengen, sonst ist er raus. Aber ich glaube, Rosberg kommt wieder. Und Raikkonen und Hamilton werden sich, also ich und Hamilton, werden sich ein schönes Duell liefern. Und ich habe gesagt, ich und Hamilton, weil ich Erster bin und Hamilton Zweiter, deswegen. Ich weiß, der Esel nennt sich stets zuletzt, also überhaupt. Ja. Konstrukteur, wie sieht's da aus? 73 Punkte, kommen wir nicht mehr hin. Leider. Aber ist egal. Das war's dann hier von Malaysia. Ein sehr langes Video, 1:05. Normalerweise sind die so bei 45 Minuten, aber durch die Safety-Car-Phase hat sich das sehr gezogen. Durch beide Safety-Car-Phasen. Und nächstes Rennen sehen wir uns dann auf einer Strecke, von der ich gerade mal wieder nicht weiß, welche wir fahren. Aber wir sehen uns da. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit anderen Videos. Da oben rechts wird jetzt, glaube ich, eins eingeblendet oder wurde schon. Schaut auf meinem Kanal vorbei und ja, bis demnächst. Tschüss!